Jo, moin Leute, so neuer Tag, neues Glück. So sieht das jetzt aus. Also der Schlossträger samt Kühler ist runter, wie man sieht. Mittlerweile komme ich dann auch an die Zahnriemen einigermaßen ran. Ich muss jetzt hier noch den Viskoselüfter einmal abkriegen. Hier mit 232er. Hier unten rein, gegenhalten, abdrehen, damit ich dann die Plastikabdeckung hier runter kriege. Da ist ein Schräubchen. Dahinter ist ein Schräubchen und da unten alles ein bisschen versteckt und vertüttelt. Das Ganze ist eine ganze Einheit. Ich habe zwar hier drin auch Torx-Schrauben, Dur, Dur und Dur, aber oh, da, da und da, aber das wird nichts bringen. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze denn jetzt aus. Hier ist auf jeden Fall der Zahnriemen. Da läuft der Kollege lang hier. Da hinten Zahnriemen, Einspritzpumpenriemen läuft auch mit über die Nockenwelle, wie man sieht. Extra Riemen, Keilriemen, Lichtmaschine, Anlasser, der ist da hinten irgendwo versteckt. Vielleicht komme ich da auch ran zum Wechseln. Hatte ich ja so oder so vor. Ja. Das ist jetzt so der Zwischenstand. Klimakompressor ist hier unten. Der wird auch über einen Riemen angetrieben. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das dann runter habe, dann komme ich auch problemlos von hier oben ran. Ansaugbrücke brauche ich wahrscheinlich gar nicht wegnehmen. Kann ich denn so lassen? Kann ich da so ein bisschen rumtüdeln? Und dann, ja, weil. Das Rädchen muss ja eh runter, aber erstmal ist hier der Lüfter dran mit 232er. Ich habe ihn jetzt hier mal eingesprüht, weil er ziemlich eingesifft ist. Jo, schauen wir mal, wie das denn wird. Auf jeden Fall, das ist so jetzt der Zwischenstand. Das Puzzle lüftet sich langsam. Alles klar. Ran ans Werk, weiter der Aktion. Den Kollegen erstmal abtüdeln. Jo, wunderschönen guten Morgen. So, heute geht es weiter. Und zwar will ich jetzt hier den Viskoselüfter, den will ich abhaben. Dann kommt der Schlossträger runter, damit ich das ganze Plastikgeraffel lose kriege. Also, hier sind zwei 32er Schlüssel. Ringmaulschlüssel, 32er Weide. Ist Linksgewinde, das heißt rechts lose drehen. Rechts lose drehen zum Lösen. So, ich werde mal gucken. Ich werde euch hier mal einmal versuchen reinzubasteln, damit ihr dann mal gucken könnt, wie ich den denn eventuell lose kriege. So, ich habe euch jetzt mal ausgerichtet. Dann wollen wir das mal lösen. 232er Schlüssel. Er ist sehr festgegammelt. Das heißt, zum Lösen empfehle ich euch, den einen Schlüssel hier rauf zu legen. Den anderen 32er anzusetzen und zur Not mit dem Hammer gegenschlagen. Aber ich hatte hier schon mal gut eingesprüht, vorgelöst. Das sieht ganz gut aus. Normalerweise, ja, wie ihr seht, kommt er. Jetzt kommt der Viskoselüfter auch runter. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen schwiggy rumtricksen. Ich würde jetzt erstmal den Schlossträger abbasteln. Bleibt mal dran, ich zeige euch das mal, wie das Ganze spaßig vor sich geht.
So sieht das Ganze jetzt aus. Einfacher ist das natürlich, wenn ihr noch eine helfende Hand mit dazu nimmt, dann kann man da schön richtig beigehen. Ist das alles ein bisschen entspannter. Allein ist immer morgs. So, den einmal runter. Ihr seht, schön langes Gewinde. Genauso sollte das jetzt natürlich nicht passieren. Vorführeffekt. Da haben wir den Kameraden. Schönes langes Gewinde. Das ist der Lüfter. Passt da bloß drauf auf. Der ist nicht gerade günstig. So, den stellen wir erstmal dahin. Passt. Der ist jetzt weg. Ja. Und jetzt können wir beigehen. Hier, Dur und Dur. Die Verschraubung können wir lösen und dann haben wir hier schon mal das Plastikgeraffel ab. Da werde ich mich jetzt mal beimachen. So, Handschuhe und allem drum und dran ist alles ein bisschen so Attache. So, liebe Leute, einmal so den groben Überblick. Hier sitzt die Kurbelwelle. Daran soll ich drehen, damit ich die Kollegen hier dann ausrichten kann. Das Plättchen habe ich auf der Rückseite. Das heißt, der Viskoselüfter ist ab. Die Einspritzpumpe muss ich dann abstecken. Ganz wichtig, das mache ich über den Dorn hier in der Mitte. Ich meine, der muss hier auf 12 Uhr oben stehen. Gibt es ein spezielles Werkzeug. Man kann ansonsten einen Immo-Schlüssel durchstecken, damit die sich nicht verdreht. Ich habe jetzt im eingebauten Zustand, wo der Riemen drauf ist, habe ich die drei Schräubchen hier auf jeden Fall schon mal angelöst. Die vier habe ich angelöst und bin jetzt gerade dabei, hier den Glockendeckel abzunehmen. Weil der muss nämlich auch runter. Bei dem bin ich folgendermaßen vorgegangen. Hier sitzt ja der Viskoselüfter drauf. Genau, hier sitzt ja der Viskoselüfter drauf. Hier bin ich mit einem 32er Schlüssel raufgegangen und habe die 10er Modern dann gelöst. Aber ich sehe gerade, ich kann den noch gar nicht runternehmen. Den Riemen hier, weil der mit über die Kurbelwelle läuft. Der geht nämlich hier einmal rüber. Lichtmaschine, Spannrolle. Hier über die nächste Rolle rüber und dann über die Kurbelwelle läuft er einmal unten durch und geht hier hinten wieder über den Kompressor rüber. Den kann ich noch nicht abnehmen, sehe ich gerade. Ja, aber egal, die Schrauben sind auf jeden Fall gelöst. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal unten die Kurbelwelle noch mal ein Stück drehen. Hier, den will ich jetzt noch mal raufsetzen. Sicher ist sicher. Na, wir wollen ja hier keine Malesche haben, dass der Riemen dann runterrutscht. Einfach nur handfest anziehen, das reicht. Da kann nichts passieren. So. Wie gesagt, ich werde den Riemen jetzt mal durchdrehen. Versuchen durchzudrehen. Bei Automatikgetriebe ganz wichtig auf neutral schalten. Ansonsten dreht ihr euch einen Wolf. Jo, genau, so, das ist auf jeden Fall jetzt der Stand der Dinge, dass ich dann oben mal die ganze Klödergelumpen Kiste abnehmen kann. Alles klar. So, wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, liebe Leute. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Kurbelwelle einmal zu drehen. Und zwar brauche ich den oberen Todpunkt. Und zwar sehe ich das denn hier anhand der Nockenwelle. Hier ist der Öleinfüllstutzen ungefähr und hier muss ich dann gucken, da steht irgendwo OT. Ja, da die Nockenwelle ja richtig schön im Dutten ist, samt Klapperplättchen hier, ja, werde ich euch hier mal hinstellen und dann könnt ihr mal gucken. Also ich habe zumindest festgestellt, der Motor lässt sich durchdrehen. Das heißt, Kolbenringe, Kolben ist in Ordnung. Das ist jetzt nur
die Nockenwelle, die im Dutten ist. Also das beruhigt mich schon mal, dass das dann nur in Anführungsstrichen diese Kleinigkeit hier ist. Ich werde euch mal ausrichten und dann könnt ihr selber mal hören. So, ich habe euch jetzt mal versucht so hinzudrehen, dass ihr sehen könnt, wenn ich da unten an der Kurbelwelle drehe und hier oben die Nockenwelle mitbekommt. Ich kann das Ganze jetzt mal ein bisschen demonstrieren. Ihr hört es zischen, Kompression hat er, Gott sei Dank. Und da könnt ihr das jetzt sehen. Hier ist definitiv ein Riss rüber. Die Nocke ist kaputt. Hier ist der Ring gerissen, hier hinten. Kann man auch alles ein bisschen schlecht sehen. Ich muss jetzt eben nur mal gucken, dass ich dann die Markierung mit OT finde. Bisher habe ich sie noch nicht gefunden. Und anschließend muss ich dann die Einspritzpumpe fixieren. Also die Nockenwellen sind auf jeden Fall definitiv im Eimer. Und zwar werde ich dann die linke und die rechte Bank austauschen müssen. Dann habe ich zumindest Ruhe. Tja. Leider beim 2,5er TDI eine Krankheit. Alter, Schwäche. Ja. Die Dinger, die sind so eingelaufen, da siehst du gar nicht, wo der obere Totpunkt sein könnte. Kann es vermuten, aber das war's dann auch. Mist. Hier könnte was sein. Kann, muss nicht. Ja, da sieht man das ganz genau, so ein bisschen. Richtig schön eingelaufen. Die Schrift, die ist nur noch minimal zu sehen von der Nockenwelle. Gehen wir mal weiter, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Hier könnte was sein, hier ist eine Markierung, aber ob das ist, ist fraglich. So, ich werde mal ein bisschen weiter drehen, noch mal ein bisschen suchen, vielleicht finde ich denn da ja was. Das ist auf jeden Fall hierzu der erste Stand. So, ich habe jetzt mal so grob als Anhaltspunkt den Deckel hier rauf gewühlt, damit ich ungefähr gucken kann, wo er dann OT-mäßig stehen muss. Also es muss definitiv hier drauf stehen. Da soll er drauf stehen mit OT. Drehe ich noch mal ein bisschen weiter. Ansonsten will ich hoffen, wenn ich die Einspritzpumpe vorne abgesteckt habe, dass ich denn den OT-Punkt gefunden habe. Das ist jetzt ein bisschen doof natürlich. Okay, schauen wir mal. So, Herrschaften, ich habe jetzt hier die Einspritzpumpe habe ich abgesteckt, wenn man reinguckt. Ich will hoffen, ihr könnt das sehen. Oh, nicht so gut, ne? Auf jeden Fall, da ist eine Zentrierung drin. Da könnt ihr 6er Bohrer reinstecken. 8er, ne, 8er wird wahrscheinlich ein bisschen zu groß. 6er Bohrer reinstecken, dann habt ihr das zentriert. Oder ihr kauft euch ein komplettes Set. Da ist ein Absteckdorn mit dabei. Ein Absteckdorn. Hallo, was ist hier mit der Kamera wieder los? Die hat doch gesoffen hier die Kamera. So, ein Absteckdorn ist mit dabei. Die Plättchen, die sind speziell nur für den 2,5er TDI. Plus den Kurbelwellendorn.
der in die Kurbelwelle eingesteckt wird. Der sieht dann so aus. Auf jeden Fall zentrieren wir jetzt erstmal den hier. Der kommt wieder raus. Und dann stellen wir den Dorn einmal da rein. So. Der ist drin. Die können wir jetzt schon nicht mehr verstellen. Die ist jetzt in der Stellung, wie sie zu sein hat. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel den Riemen hier wechseln, ohne Probleme. Dazu müssen wir aber hier lösen, damit wir den Riemen dann aber erst Kurbelwelle machen. Und dann gehen wir wie folgt vor. 1, 2, also 1, 2 und ist Nummer 3, ist gestellt, Kurbelwelle, fixiert Dorn 4. So, und dann sollte das sein. Ich werde die Mauten fixieren. So, liebe Leute, ich habe euch jetzt einmal mit unter das Auto genommen. Und zwar möchte ich euch daran einmal teilhaben lassen. Und zwar, Kabel hier vor sich, die einmal kurz wegmachen. Und zwar müssen wir ja jetzt die Kurbelwelle abstecken. Da seht ihr ihn. Da hinten sitzt er. Von der Kurbelwelle. Da kommt der Dorn rein. Also, ich muss hier mit dem Imbus arbeiten, mit dem Gelenkstück, Länge, Verlängerung und Knarre, damit ich denn da überhaupt rankomme. Also die Knarre kann ich jetzt lösen. Und ich habe ihn jetzt, kann ihn jetzt drehen. Also das war eben gerade richtig Schrecksekunden. Wie man sehen kann, sitzt auch natürlich richtig uncool. Audi-typisch. Ja, das knackte eben einmal ganz laut und dann habe ich gedacht, der ist jetzt abgerissen. Gott sei Dank war das nicht so. So, ich drehe den raus, den Dorn rein und dann kicken wir mal weiter. So, liebe Leute, den Absteckdorn habe ich da jetzt drin, das heißt, ich habe den oberen Tupppunkt jetzt. Folgendes Problem, eventuell. Einmal rauswühlen. So, ich habe die Scheibe ab von der Einspritzpumpe. Hier ist die Einspritzpumpe. So, normalerweise, das ist das Absteckloch, muss der auf 12 Uhr stehen. Das heißt, das würde schon mal erklären, warum er so beschissen anspringt. Das ist, um genau zu sein, ein Zahn, wo er verstellt ist, damit ich den darüber kriege. Und den Dorn rein. Der ist jetzt komplett verstellt. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass er so beschissen anspringt. So, zusätzlich würde ich den jetzt hier hinten auf beiden Seiten den nochmal abbasteln. Und den Schlauch hier einmal beiseite tüdeln. Der nervt. Hier hinten nochmal abbasteln. Und dann werde ich die Nockenwelle abstecken. Und dann weiß ich hundertprozentig, dass ich den oberen Tupppunkt habe. Zur Not werde ich nochmal durchdrehen. Und dann werde ich auf jeden Fall die Einspritzpumpe einstellen. Geschweige denn, ja, die Einspritzpumpe einstellen. Die ganzen Riemen wechseln und die Nockenwellen. Dann kann ich mich da endlich beimachen. So. Hatte mir jetzt hier nochmal eine Markierung gemacht. Da oben drauf. Da sieht man so eine kleine Einbuchtung. Das soll der obere Tupppunkt sein. Sind 4 Stück. OT steht leider nicht drauf. Ich habe jetzt 6-mal, 8-mal durchgedreht. Immer wieder dieselbe Stellung. Das kann es nur sein. Aber das werde ich dann sehen, wenn ich die Dose hier hinten abgenommen habe und die Nockenwelle, die obere Nockenwelle hier abgesteckt habe. So, für heute auf jeden Fall erstmal Feierabend. Alles klar, bis dahin. Schönen Tag euch. Tschüssikowski.